Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte heute mit Ihnen ein sehr wichtiges Thema behandeln. Ein Thema, das möglicherweise auf Sie direkte Anwendung findet, wenn Sie ein Vater sind oder eine Mutter, wenn Sie Kinder haben oder wenn Ihre Eltern noch leben oder vielleicht wenn Sie Enkel haben. Und auch unabhängig davon ist es wichtig, diese Wahrheit zu wissen, weil uns die Bibel ganz klar sagt, wie und in welcher Beziehung wir zu leben haben. Ich spreche heute von dem Gebot Gottes, unsere Eltern zu ehren. Nun, was ist darunter zu verstehen? Und die meisten Menschen heute belächeln dieses Gebot, weil sie nicht die Wichtigkeit anerkennen oder anerkennen wollen. Aber schauen wir uns einmal kurz an, was die Bibel hierzu zu sagen hat. Denn wir verstehen ja, dass das Gebot, unsere Eltern zu ehren, Teil der 10 Gebote ist, die ja damals Gott den Israeliten gab, aber natürlich nicht den Israeliten nur, sondern allen Menschen. Die 10 Gebote waren ja bereits in Kraft, lange bevor Mose die Israeliten aus Ägypten herausführte. Und schauen wir uns nun 2. Mose Kapitel 20 einmal näher an und lesen wir dieses Gebot, von dem ich heute sprechen möchte, in Vers 12. 2. Mose Kapitel 20 und in Vers 12. Und beachten wir, wie das hier formuliert ist. Da heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Also ein Versprechen ist mit diesem Gebot verknüpft, auf das du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Aber schauen wir uns nun die Wiederholung dieses Gebotes an, wie sie im 5. Buch Mose, Kapitel 5 und Vers 16 beschrieben steht. 5. Buch Mose, Kapitel 5 und Vers 16, denn hier findet sich eine Erweiterung, wenn Sie diese Formulierung mit der Formulierung vergleichen, die wir gerade im 2. Buch Mose gelesen haben. In 5. Buch Mose, Kapitel 5 und Vers 16, wo die 10 Gebote wiederholt werden, da heißt es, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, wie dir der Herr dein Gott geboten hat, auf dass du lange lebst und dir's wohlgehe in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Also hier wird zu dem Versprechen, dass man lange leben wird in dem Lande, das der Herr, unser Gott, uns geben wird, das weitere Versprechen hinzugefügt und dir es wohlgehe. Es geht also nicht nur alleine um langes Leben, es geht auch darum, dass man ein langes Leben in Wohlergehen führen kann. Und dieses Gebot wird im Neuen Testament wiederum erwähnt und niedergeschrieben. Aber hier finden wir eine noch stärkere Erweiterung des Versprechens. Wenn wir uns Epheser Kapitel 6 anschauen, dann sehen wir, wie Paulus dieses 10. oder dieses Gebot, eines der 10 Gebote, wie Paulus dieses Gebot zitiert. Epheser Kapitel 6, angefangen Vers 1, und hier unter göttlicher Inspiration schreibt er sogar noch mehr. In Epheser Kapitel 6, angefangen Vers 1, heißt es, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, ein Versprechen, auf das es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Schauen Sie, hier heißt es auf Erden. Nicht nur in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird, was man auf die Israeliten damals beziehen könnte und sagen könnte, ja, das war lediglich ein Gebot für die Israeliten damals im Hinblick auf das gelobte Land. Paulus macht deutlich, dass dieses Gebot nicht nur für die Israeliten im Alten Testament galt, es gilt für alle Menschen. Es gilt für alle Menschen, die die Wahrheit dieses Gebotes erkennen. Und so sagt er nicht in dem Lande, spezifisch auf das gelobte Land eingehend, sondern auf Erden. Egal wo man lebt, in welchem Lande man lebt, zu welchem Volk man gehört, wenn man dieses Gebot hält, dann ist hiermit ein Versprechen verknüpft. Nun, wenn es heißt, dass du lange lebst auf Erden, dann kann damit nicht nur und muss damit nicht nur unser physisches Leben hier auf Erden gemeint sein,
Das ist sicherlich mit eingeschlossen, sondern Paulus hat etwas noch ganz anderes im Sinne. Er spricht die Zukunft an. Er spricht unsere Zukunft an. Schauen wir uns in Offenbarung Kapitel 5 kurz an, was damit auch noch gemeint ist. Offenbarung Kapitel 5, angefangen in Vers 8. Offenbarung Kapitel 5 und angefangen in Vers 8. Und hier wird eine Vision beschrieben, die Johannes hatte. Und er sieht in dieser Vision den Himmel aufgetan. Und er sieht Gott den Vater auf seinem Thron sitzen. Und er sieht, dass er ein Buch in der Hand hat. Und dann heißt es in Vers 8 in Offenbarung 5, und als es das Buch nahm, denn dieses Buch wird jetzt dem Lamm gegeben, eine symbolische Beschreibung für Jesus Christus, da fielen die vier Gestalten und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm, mit anderen Worten Engelwesen im Himmel, die jetzt vor dem Lamm, vor Jesus Christus, niederfallen. Und dann jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen voll Räucherwerk, und das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel. Denn du bist geschlachtet und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und sie werden herrschen auf Erden. Eine Anspielung auf das Millennium, das biblische Millennium, wenn wir unter Jesus Christus im verherrlichten Zustande auf Erden herrschen werden für 1000 Jahre. Wenn also Paulus hier sagt, wenn man dieses Gebot hält, dann wird man lange leben auf Erden, so ist damit auch gemeint, dass dies eins der Gebote ist, dass es erforderlich ist zu halten, um ewiges Reich oder ewiges Leben im Reich Gottes zu erhalten, um dann im Millennium auf Erden herrschen zu können. Und wie uns nachher Offenbarung sagt, es gilt nicht nur um 1000 Jahre, sondern sie werden in alle Ewigkeit herrschen, diejenigen, die sich qualifizieren für das ewige Leben. Also hier wird viel ausgedrückt in dieser Schriftstelle in Epheser Kapitel 6. Viel wird hier ausgedrückt. Ehre Vater und Mutter, das erste Gebot ist eine Verheißung hat, auf dass es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Aber hier wird auch noch mehr gesagt. Hier wird gesagt, dass die Kinder gehorsam sein sollen in dem Herrn. Nun werden hier Kinder angesprochen, die scheinbar in dem Haushalt der Eltern noch leben. Aber sie sollen gehorsam sein in dem Herrn. Es bedeutet natürlich dann auch, dass sie nicht gehorsam sein dürfen, wenn es den Geboten Gottes widersprechen würde. Denn dann wäre es ja nicht mehr Gehorsamkeit in dem Herrn. Das kann sich auf ein wörtliches Gebot Gottes beziehen. Das kann sich auch auf einen geistigen Standpunkt beziehen. Sobald ein Kind alt genug ist, zu verstehen, was Gott von einem erwartet, dann muss das Kind, und wir sind ja alle Kinder unserer Eltern, dann muss natürlich das Kind diesen Geboten Gottes Folge leisten. Und wie wir jetzt sehen werden, hat Christus genau das Gleiche getan. Christus hat niemals gesündigt. Was immer Christus getan hat und was in der Bibel geschrieben steht über das, wie Christus gelebt hat, muss also der Gerechtigkeit Gottes entsprechen. Zunächst einmal hat Christus sehr deutlich gemacht, dass wir unsere Eltern ehren müssen. In Matthäus Kapitel 15 lesen wir eine sehr markante Stelle in diesem Zusammenhang. Matthäus Kapitel 15, angefangen in Vers 1. Matthäus Kapitel 15, angefangen in Vers 1. Und da kamen zu Jesus Pharisäer und Schriftgelehrte aus Jerusalem und sprachen: Warum übertreten deine Jünger die Satzungen der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Nun, es ging hier nicht um das physische Waschen der Hände im Allgemeinen, sondern es ging darum, dass hier gewisse rituelle Waschungen angesprochen worden sind. Die waren sehr kompliziert und die Jünger taten dies nicht und die Schriftgelehrten und die Ältesten waren darüber erbost. Christus in Vers 3 antwortete und sprach zu ihnen: Warum übertretet denn ihr Gottes Gebot um eurer Satzungen willen? Denn Gott hat geboten: Du sollst Vater und Mutter ehren, das lasen wir bereits. Wer aber Vater und Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Das ist ein weiteres Gebot, das sich in der Bibel findet, und zwar in 2. Buch Mose Kapitel 21 und Vers 17.
Gott sah dies so wichtig an, dass er sogar sagte, dass wenn jemand seine Eltern verflucht, der soll des Todes sterben. Und dann führt Christus fort zu sagen in Vers 5 von Matthäus 15, aber ihr lehrt, wer zu Vater oder Mutter sagt, eine Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, der braucht seinen Vater nicht zu ehren. Damit hebt ihr Gottes Gebot auf, um eurer Satzungen willen. Ihr Heuchler, Vers 7, wie fein hat Jesaja von euch gesagt und gesprochen, dies Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nichts als Menschengebote sind. Christus zeigt hier einen Konflikt auf zwischen dem, was Gott sagt, und dem, was die Satzungen der Menschen gesagt haben. Und wenn es hier um einen Konflikt geht, muss man immer dem gehorchen, was Gott sagt. Die Parallelstelle in Markus Kapitel 7 macht vielleicht noch etwas deutlicher, was Christus hier ansprach. In Markus Kapitel 7, lesen wir Vers 7. Da sagt Christus, vergeblich dienen sie mir, weil sie lehren solche Lehren, die nicht sind als Menschengebote. Schauen Sie, auch heute ist das im orthodoxen Christentum sehr häufig der Fall. Man hebt Gottes Gebote auf, um Menschengebote halten zu können. Denken wir an ein anderes Gebot. Das Gebot Gottes, das uns sagt, du sollst den Sabbat heiligen. Nun, alle wissen, der Sabbat ist die Zeitspanne von Freitagabend Sonnenuntergang bis Samstagabend Sonnenuntergang. Das ist die Zeitspanne, von der Gott uns befiehlt, sie heilig zu halten, weil Gott sie heilig gemacht hat. Aber der Mensch heute hat dieses Gebot aufgehoben und hat es durch die Sonntagheiligung ersetzt und gesagt, ja, den Sabbat brauchen wir nicht mehr zu halten, wir müssen heute den Sonntag halten. Ein Gebot, das zurückgeht auf die Heiligung von heidnischen Sonnengöttern, dem Sonnengott Sol, S-O-L, der am Sonntag verehrt wurde. Und so sagt Christus uns heute, genauso wie er es damals den Juden seiner Zeit gesagt hat, vergeblich dient ihr mir, vergeblich betet ihr mich an, weil ihr eure eigenen Satzungen haltet und damit die Gebote Gottes auflöst. Denken wir darüber nach, wenn wir uns Christen nennen, ob wir denn auch wirklich so leben, wie Christus es uns geboten hat. Und so sagte Christus damals den Juden, und so sagt er uns heute auch, wenn ihr eine Verpflichtung habt gegenüber euren Eltern und diese Verpflichtung ignoriert, weil ihr euch einen Ausweg suchen wollt, dann ist das nicht zu akzeptieren. In der Lutherbibel hieß es, wie wir in Matthäus 15 gelesen haben, wenn das, was euren Eltern von euch zukommen sollte, ihr eine Opfergabe nennt. Nun, im Hebräischen steht eigentlich, oder im Griechischen steht eigentlich das Wort Korban. Ihr sagt, das ist Korban, was euren Eltern von euch zukommen sollte. Nun, schauen wir uns kurz an, was mit Korban gemeint ist. Die Lutherbibel hat die folgende Anmerkung. Die schreibt, mit dieser Formel konnte man den Tempel zum alleinigen Erben seines Besitzes einsetzen. Das Eigentum, das mit Korban geweiht war, durfte dann nicht mehr weiter verkauft werden. Also alles, was man hatte, das wurde jetzt dem Tempel geweiht. Und dann hatte man natürlich so gesehen kein Geld mehr, um seine Eltern zu unterstützen. Der Kommentar von Rienicker geht noch näher auf dieses Wort Korban ein und schreibt wie folgt. Nach der Lehre der Schriftgelehrten konnte ein Jude erklären, sein Besitz solle für einen anderen, auch etwa für seine Eltern, wie eine Opfergabe sein. Mit dieser Erklärung in der Form eines Gelübdes entzog er sich der Verpflichtung, dem anderen zu helfen, der seinerseits jeden Anspruch auf Unterstützung verlor. Die Erklärung galt als bindend. Also schauen Sie, das war jetzt eine Maßnahme, die man bewusst ausführte, um seinen Eltern nicht mehr helfen zu brauchen. Natürlich hatte das keinen Einfluss unbedingt auf
den jeweiligen Stand desjenigen, der sagte, das soll Korban sein, denn der hatte nach wie vor die Nutznießung. Er konnte nach wie vor Gelder für sich selbst verbrauchen, aber er konnte sie nicht mehr anderen geben. Das war natürlich eine total unrichtige Maßnahme, die hier vorgeführt wurde, und Christus hat dies deutlich gemacht. Aber Christus selbst hat seine Eltern geehrt. Er hat sich nicht auf solche merkwürdigen Dinge eingelassen. In Lukas Kapitel 2 schauen wir uns einmal an, was Christus tat, als er 12 Jahre alt war. Lukas Kapitel 2, und das ist ja die Erzählung, dass Jesus nach dem Passafest im Tempel blieb und die Eltern wussten das nicht und haben ihn dann gesucht und sind zurückgekommen nach Jerusalem und haben ihn dann im Tempel gefunden. Und die waren jetzt sehr erstaunt darüber, dass er im Tempel war. Und in Vers 48 lesen wir, und als sie ihn sahen, da entsetzten sie sich. Und seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das getan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Also er machte ihnen wiederum deutlich, dass er ja wusste, wie ja Maria das auch wusste, natürlich, und Josef, dass er gezeugt worden war vom Heiligen Geist des Vaters, dass sein eigentlicher Vater der Vater im Himmel war. Und dass Josef natürlich nur sein Stiefvater war. Und er hat sie in freundlicher Weise daran erinnert. Aber schauen wir uns an, wie es weitergeht in Vers 51. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Also er hat ihnen weiterhin gehorcht, soweit wie es nicht im Widerspruch stand zu den Geboten Gottes. Er hat auch später seiner Mutter gehorcht oder jedenfalls dem Willen seiner Mutter entsprochen, als es darum ging, Wasser in Wein zu verwandeln. Sie kennen ja alle diese Erzählung von dem Wunder in Kana. Und die finden Sie in Johannes Kapitel 2, angefangen in Vers 1, wo er der Mutter klar machte, nun, er war eigentlich nicht dazu gekommen, um hier irgendwelche Wundertricks durchzuführen, aber aufgrund seines Respektes seiner Mutter hat er ihr den Wunsch entsprochen, dass er eben Wasser in Wein verwandelte. Aber es gab dann aber auch Situationen, wo er dem Wunsch seiner Mutter nicht entsprechen konnte. Und das lesen wir hier zum Beispiel in Markus Kapitel 3. In Markus Kapitel 3, angefangen Vers 31. Der Zusammenhang ist, dass er im Hause lehrte. Und wenn Sie andere Stellen lesen, dann werden Sie feststellen, dass seine Mutter und auch seine Brüder und Schwestern scheinbar nicht an ihn glaubten, nicht in dem Sinne an ihn glaubten, dass sie verstanden, was er tat und warum er es tat. Seine Brüder ganz besonders nicht. Die Bibel sagt uns eindeutig, dass sie nicht an ihn glaubten. Nun, was seine Mutter anbelangt, da war das ein bisschen vielleicht zwiespältig. Sie hatte zwar alle diese Weisungen erhalten und wir lesen auch, dass sie in ihrem Herzen bewahrte, aber auch da lesen wir in vielen Stellen, dass sie nicht verstand, was gesagt wurde. Und hier finden wir nun den Zusammenhang, dass sie scheinbar kamen, um ihn aus dem Haus herauszuholen, um ihn daran zu hindern, weiter zu predigen. Und nun lesen wir Markus Kapitel 3 und Vers 31. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen und sprach, siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Andeutend, dass zu diesem Zeitpunkt seine Mutter und seine Brüder und seine Schwestern, seine leiblichen Brüder und seine leiblichen Schwestern eben den Willen Gottes nicht taten. Und er hat dann auch nicht diesem Wunsch entsprochen, er ist nicht hinausgegangen, sondern er hat weiter gepredigt. Es kommt immer darauf an, wie man sich verhalten muss in einem Zwiespalt zwischen dem, was Gott uns sagt und dem, was uns Menschen sagen. Die frühen Apostel hatten auch diesen Zwiespalt zu bewältigen. Schauen wir uns in Apostelgeschichte Kapitel 4 kurz an, wie sie
das handhabten, denn ihnen wurde befohlen, dass sie nicht im Namen Jesu Christi predigen sollten. Angefangen in Vers 18. Es geht hier um das höchste Gericht in Jerusalem. Und die Richter in Vers 18, die riefen sie, diese Apostel, und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Vers 19. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Dann lesen wir in Apostelgeschichte Kapitel 5 und Vers 29, dass sie in der Tat weiter predigten und wurden erneut vor den Sanhedrin, den Hohen Rat, das oberste Gericht in Jerusalem, geschleppt. Und es wird in Vers 27 gesagt, und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der Hohepriester fragte sie und sprach, Vers 28, haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen. Vers 29. Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Hier geht es also um diesen Zwiespalt. Und in jeder Situation, ob wir Kinder sind, ob wir Eltern sind, ob wir Verwandte haben, ob wir verheiratet sind, in jeder Situation muss man sich die Frage stellen und beantworten, ob es hier einen Zwiespalt gibt zwischen dem, was von uns erwartet wird, von uns gefordert wird, menschlich gesehen, und dem, was Gott uns sagt. Schauen wir uns einen weiteren Zwiespalt im Alten Testament an, in Daniel Kapitel 6. In Daniel Kapitel 6. Und ich möchte die Stelle kurz im Zusammenhang vorlesen, weil sie uns sehr viel darüber aussagt, was Gott von uns erwartet, wenn er uns zu seiner Wahrheit beruft. Daniel Kapitel 6, angefangen Vers 4. Der Daniel, der war ja einer der Gefangenen, die aus Jerusalem nach Babylon geschleppt worden sind. Und er hat zunächst unter Nebukadnezar guten Rat erteilt und dann war Nebukadnezar gestorben und hier ist jetzt der Darius aus Medien, der König. Aber auch hier hatte Daniel eine sehr einflussreiche Position. In Daniel Kapitel 6 und Vers 4 heißt es, Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Schauen Sie, der Geist Gottes war in Daniel. Also einige der Menschen im Alten Testament, wie zum Beispiel die Propheten, hatten Gottes Geist. Wir lesen, dass sie den Geist Christi in sich hatten. Andeuten, dass es Jesus Christus war, die Persönlichkeit innerhalb der Gottfamilie, die direkt mit den Menschen im Alten Testament verkehrte. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, heißt es, denn es war ein überragender Geist in ihm. Darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Da trachteten die Fürsten und Statthalter daran, denn die waren jetzt ja neidisch, an Daniel etwas zu finden, was gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage und kein Vergehen finden, denn er war treu, sodass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Und da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Und da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewig. Es haben die Fürsten des Königreiches, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber, alle gedacht, es solle ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, dem König allein, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Eine sehr heuchlerische Maßnahme, die natürlich den König in seinem Stolz, in seiner Eitelkeit wohltat. Das heißt in Vers 9, darum, o König, wollest du ein solches Gebot ausgehen lassen und ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Vers 10, und so ließ der König Darius das Schreiben und das Gebot aufsetzen. Der hatte natürlich jetzt nicht erkannt, worum es ging, aber der hatte genug Eitelkeit, genug Stolz, um zu sagen, ja, das ist wunderbar, die sollen alle zu mir kommen, wenn sie etwas wollen. Vers 11, wie hat sich jetzt Daniel zu verhalten? Hat er diesem Gebot Folge geleistet? Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Vers 12.
Und da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Also offensichtlich hat er durchaus Gott um Dinge angefleht. Und das Gebot der Meder und Perser, das von dem König Darius erlassen worden war, besagte ja, man darf nichts von irgendeinem erbitten, es sei denn von dem König selbst. Vers 13. Und da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot. O König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König, allein zu den Löwen in die Grube geworfen werden solle? Der König antwortete und sprach, das ist wahr, und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tage. Nun, der Darius, der erkannte nun, was gespielt worden war, aber aufgrund dieses merkwürdigen Gesetzes, das nicht aufgehoben werden konnte, ließ er den Daniel in die Löwengrube werfen. Nun, er hat dann die Nacht über gefastet und scheinbar auch gebetet, irgendwie hat er sein eigenes Gebot übertreten, dass Daniel beschützt werden solle. Und dann lesen wir, was weiter geschah. In Vers 26, am nächsten Morgen. Denn zunächst einmal wird gezeigt, dass Gott den Daniel in der Löwengrube beschützt hatte. Er hatte den Löwen das Maul verschlossen, sodass sie den Daniel nicht angreifen würden. Hat aber dann, als Darius das erkannte, die Statthalter, die dieses schreckliche Gebot mehr oder weniger durch den König erlassen hatten, in die Grube geworfen und die wurden sofort, noch bevor sie den Boden erreichten, von den Löwen zerrissen. Und dann lesen wir Folgendes in Vers 26. Da ließ der König Darius allen Völkern und Leuten aus so vielen verschiedenen Sprachen auf der ganzen Erde schreiben, viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und sich vor ihm scheuen soll. Denn er ist der lebendige Gott, der ewig bleibt, und sein Reich ist unvergänglich, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er ist ein Retter und Nothelfer, und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Der hat Daniel von den Löwen errettet. Was für eine wunderbare Konsequenz, ein wunderbarer Ausgang eines Menschen, der willens war, die Gebote des Königs zu übertreten, um Gott gehorchen zu können. Und wir denken vielleicht manchmal, wenn wir in einer Konfliktsituation sind, wir können das ja jetzt nicht tun, wir können ja Gott nicht gehorchen. Was wird das uns schaden? Schauen Sie, in diesem Fall ging es so weit, wie es vielleicht physisch gesehen gar nicht weitergehen konnte. Denn Daniel wurde in die Löwengrube geworfen. Menschlich gesehen würde er sofort von den Löwen zerrissen werden, aber Gott war da, ihm zu helfen. Und der Ausgang war, dass der König Darius das erkannte und dann diesen Befehl gab, dass man den Gott, der der wahre Gott war, ehren sollte. Denken wir nie daran, dass unsere Lebensweise, unser Einfluss auf andere vielleicht unerheblich sein könnte. Er kann zu großartigen Dingen führen, wenn man Gott gehorsam ist. Jesus Christus hat niemals das Gebot Gottes übertreten. Aber das bedeutete auch, dass er niemals seine Eltern verunehrt hat. Er hat immer seine Eltern verehrt. Und wir lesen vielleicht das schönste Beispiel dieser Verehrung, dass er Respekt hatte für seine Eltern, im Johannesevangelium, und zwar in Kapitel 19. Es handelt sich hier um die Stelle, wo Jesus Christus am Kreuz war, als er starb. Und er sah seine Mutter jetzt am Kreuz stehen. Sein Vater wird nicht mehr erwähnt. Es sieht danach aus, dass sein Vater dann bereits schon tot war. Sein Vater Johannes, der Stiefvater von Christus, der wird nicht mehr erwähnt seit der Episode von Christus im Tempel. Und als Christus dann öffentlich auftrat, als er eben dann anfing zu predigen, da wird Johannes auch nicht mehr erwähnt. Also die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass er damals bereits schon gestorben war. Und hier in Johannes Kapitel 19 lesen wir angefangen Vers 25. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Also hier werden drei Marias erwähnt. Scheinbar war der Name Maria damals sehr populär. Vers 26. Und als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, und andere Stellen sagen uns, dass dies Johannes war. Johannes, der nachher dann auch die Offenbarung schrieb, der die drei Briefe des Johannes schrieb und der ja auch hier das Evangelium geschrieben hat, das Evangelium des Johannes. Und er erwähnt sich selber nicht hier, er schreibt lediglich von dem Jünger, den er lieb hatte. Da spricht er zu seiner Mutter, also Jesus spricht hier zu seiner Mutter, Frau, eine
Anrede, die damals gebraucht wurde, die also Respekt ausdrückte: Frau, siehe, das ist dein Sohn. Und danach spricht er zu dem Jünger: Siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Wir sehen also hier, dass sogar noch im Zeitpunkt seines Todes Jesus darum besorgt war, dass seine Mutter versorgt würde. Nun, einige haben gefragt, ja, wie ist das aber möglich? Jesus hat doch auch Brüder und Schwestern. Wir lesen sogar auch nachher, dass sein Bruder Jakobus, also sein Halbbruder, sogar dann einen Brief geschrieben hat. Und er wurde natürlich auch sehr populär danach in der Kirche, er schien dann der Pastor zu sein, der Apostel der Kirche in Jerusalem. Und andere seiner Brüder werden auch erwähnt. Judas zum Beispiel, der den Judasbrief geschrieben hat, war auch ein Halbbruder Jesu Christi. Und andere werden dann eben auch erwähnt, Simeon ist ein weiterer Bruder. Aber warum hat er dann seine Mutter nicht denen anvertraut? Das wäre doch das Selbstverständliche gewesen, könnte man meinen. Und einige haben sogar dann gesagt, das bedeutet mit anderen Worten, dass das gar nicht seine Brüder waren. Aber das ist total irrsinnig, denn es wird deutlich in der Bibel gesagt, dass er eben Halbbrüder hatte. Nun, der Grund ist der, dass obwohl nachher die Brüder zum Glauben fanden, sie eben die Erfahrung noch nicht hatten, die Johannes hatte. Es war eine enge Beziehung zwischen Christus und Johannes, wie wir das in der ganzen Bibel hindurch lesen. Johannes hatte ein weitaus besseres Verständnis vielleicht als andere der Apostel zu der damaligen Zeit. Es war auch das der Grund, warum Christus ihn sehr lieb hatte. Johannes war mit Christus für 3,5 Jahre zusammen gewesen. Er hatte gesehen, wie Christus lebte, was er lehrte, was er tat. Er glaubte an Christus. Er hatte zwar den Heiligen Geist noch nicht, der kam ja erst zum Zeitpunkt des Pfingstfestes, wie das in Apostelgeschichte 2 beschrieben steht, aber er hatte einen weitaus größeren Blickwinkel bezüglich, wie man leben sollte. Und Christus wusste dies. Und so hat er eben seine Mutter den Johannes anvertraut. Und wie wir auch lesen, der Tradition gemäß, hat dann Johannes auf seinen Reisen seine Mutter, die Mutter Jesu Christi, mit sich geführt. Also auch hier sehen wir sogar im Zeitpunkt des Todes von Jesus, dass er nach wie vor seine Eltern ehrte. Schauen Sie, es gibt keine Rechtfertigung dafür, die Eltern nicht zu ehren. Schauen wir uns einmal 3. Mose Kapitel 19 an. Und einige meinen, ja, wenn also meine Eltern nicht den gleichen Glauben haben wie ich, dann brauche ich meine Eltern nicht zu ehren. Oder wenn meine Eltern vielleicht etwas tun, was ich nicht tun würde, dann brauche ich meine Eltern nicht zu ehren. Aber wie wir ja gelesen haben, dieses Gebot des Ehrens der Eltern bezieht sich nicht nur auf, sagen wir einmal, heute bekehrte Christen. Es bezieht sich auf alle, die dieses Gebot verstehen. Und wir können vielleicht auch feststellen, dass Menschen, die vielleicht dieses Gebot verstanden haben und die vielleicht sonst nicht allzu viel von der Wahrheit verstanden haben, und die dann aber die Eltern geehrt haben, in vielen Fällen sehr lange gelebt haben. Und man könnte sich vielleicht die Frage stellen, warum. In 3. Mose Kapitel 19 lesen wir in Vers 3. Ein jeder fürchte oder respektiere oder ehre seine Mutter und seinen Vater. Ein jeder respektiere oder ehre seine Mutter und seinen Vater. Nun, es geht natürlich hier um den Normalfall. Ich spreche jetzt nicht davon, dass wenn jemand eine Frau vergewaltigt hat, der ja dann technisch gesehen vielleicht der Vater ist und sich dann natürlich von allem abwendet und die Mutter und das Kind sich selbst überlässt, das ist nicht ein Mensch, der ehrwürdig ist, das ist klar. Darum geht es nicht, darum geht es auch in der Bibel nicht. Es geht darum, dass man aufwächst in einer Familie, wo es tatsächlich eine normale Beziehung gibt zwischen Vater und Mutter und Kindern. Und in diesem Zusammenhang lesen wir Kolosser Kapitel 3. Kolosser Kapitel 3 und Vers 20. Kolosser Kapitel 3 und Vers 20. Ihr Kinder, seid gehorsam den Eltern in allen Dingen, denn das ist wohlgefällig in dem Herrn. Auch hier wiederum die Ausnahme, wenn es heißt in allen Dingen, soweit sie natürlich nicht den Geboten Gottes widersprechen. Und es geht hier scheinbar um Kinder, die noch bei ihren Eltern wohnen. Und solange sie bei ihren Eltern wohnen, sollen sie den Eltern gehorsam sein in allen Dingen, soweit es nicht im Widerspruch steht zu dem, was Gott von uns erwartet. Schauen Sie, die Idee, dass es keine Harmonie geben kann zwischen Eltern und Kindern, ist absolut nicht biblisch.
Im Gegenteil, schauen wir uns Philipper Kapitel 2 einmal näher an. In Philipper Kapitel 2 schreibt Paulus etwas sehr Interessantes, angefangen in Vers 19. Philipper Kapitel 2 und angefangen in Vers 19. Ich hoffe aber in dem Herrn, dass ich Timotheus bald zu euch senden werde, damit ich auch erquickt werde, wenn ich erfahre, wie es um euch steht. Denn ich habe keinen, der so ganz meines Sinnes ist, der so herzlich für euch sorgen wird. Denn sie suchen alle das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Also wenn man meint, dass man heute vielleicht in der Kirche sogar Probleme hat, schauen wir uns diese Stelle an. Paulus sagt, er hat niemanden, der sich so um das Wirkliche bemüht, wie Timotheus. Alle anderen suchen das Ihre. Aber der Timotheus, da war etwas Besonderes in diesem Menschen. Und so sagt er in Vers 22, ihr aber wisst, dass er sich bewährt hat, denn wie ein Kind dem Vater hat er mit mir dem Evangelium gedient. Und nach der Tradition war es so, dass nachdem Paulus starb, der Timotheus, der Pastor der Kirche zu Ephesus wurde, als Johannes auf Patmos in der Verbannung war. Und als dann vielmehr Johannes aus Patmos wieder entlassen wurde, ging er dann zurück nach Ephesus und hat dann scheinbar zusammen mit Timotheus dann der Kirche vorgestanden. Also ein sehr bedeutungswürdiger Mensch. Aber worum es mir hier geht, ist die Aussage näher zu untersuchen, wo Paulus sagt, wie ein Kind dem Vater hat er mit mir dem Evangelium gedient. Das ist eine sehr interessante Passage, wenn man sich es überlegt. Sie verbildlicht ein symbolisches, ein harmonisches Verhältnis zwischen Eltern und Kinder, zwischen Vater und Sohn. Beide arbeiten zusammen und sind es auch gewillt, zusammenzuarbeiten. Der Sohn ist nicht zu stolz, unter der Autorität des Vaters zu stehen. Und der Vater ist demütig genug, um seinem Sohn die richtigen Anweisungen zu geben, in Liebe, aber auch mit dem Verständnis, was die richtigen Anweisungen sind. Schauen Sie, das ist heute leider sehr selten der Fall. Vor einigen Jahren noch war es vielleicht nicht so selten. Es ist interessant, ich habe vor einiger Zeit mir eine Episode aus der berühmten Fernsehserie Bonanza angeschaut. Der Colonel Roberts, der letzte des Bonanza-Clans, ist jetzt ja kürzlich gestorben. Aber da war eine interessante Episode, wo also eine Stelle berichtet wird und gezeigt wird, wo eine Auseinandersetzung stattfand zwischen dem Vater Ben Cartwright und dem Sohn Little Joe. Und der Sohn Little Joe, der fing an, sich ein bisschen aufzuregen über das, was der Vater sagte und seine Stimme zu erheben. Und der Vater blickte ihn nur an und sagte, du erhebst deine Stimme nicht gegenüber mir. Yes, Sir. Jawohl, mein Herr. Also, wie gesagt, wenn man das so übersetzen würde. Eine sehr interessante Stelle. Heute würde man das kaum noch selbst im Fernsehen sehen. Was mich bei der Sendung Bonanza immer wieder beeindruckt hat, ist die Tatsache, wie sehr ein harmonisches Verhältnis bestand zwischen Vater und Kindern. Warum soll das so ungewöhnlich sein? Warum muss es so ungewöhnlich sein? Schauen Sie, in der heutigen westlichen Welt ist es so, dass Rebellion scheinbar die Tagesordnung ist. Aber die Bibel warnt uns davor. Die Bibel sagt, dass christliche Kinder auf keinen Fall eine vorherrschende Haltung oder Stellung gegenüber den Eltern einnehmen sollen, die nicht versuchen sollen, über ihre Eltern zu bestimmen. Schauen wir uns dies einmal in Jesaja Kapitel 3 an. Jesaja Kapitel 3, dann ist es eine Warnung, die Gott hier ausspricht, in Vers 5. Jesaja Kapitel 3 und Vers 5. Und im Volk wird einer den anderen bedrängen, ein jeder seinen Nächsten. Der Junge geht los auf den Alten und der Verachtete auf den Geehrten. Eltern, die ihre Kinder erziehen, müssen sich bewusst sein, dass sie solche Haltungen in ihren Kindern nicht tolerieren dürfen. Wenn man einen Anflug von Rebellion in den Kindern feststellen sollte, einen Anflug von Respektlosigkeit, müssen wir als Eltern dies sofort klarstellen und verhindern, dass dies weitere Früchte bringt. In Jesaja Kapitel 3 und Vers 12 wird nämlich noch Folgendes gesagt.
Kinder sind Gebieter meines Volkes und Weiber beherrschen es. Frauen sollen ja nicht über ihre Männer herrschen. Aber hier wird die Umkehrung dargestellt, wie es leider heute viel zu oft in der westlichen Welt der Fall ist. Mein Volk, deine Führer verführen dich und verwirren den Weg, den du gehen sollst. Kinder sind Gebieter meines Volkes. Das sollte nicht so sein. Gott sieht das nicht so als richtig an. Aber in viel zu vielen Fällen ist dies der Fall. Aber interessant ist auch, dass man ja das auch symbolisch sehen kann und auf uns selbst beziehen kann, wenn wir wahre Christen sind. Denn wahre Christen sind ja auch das Volk Gottes. Und wenn es hier im Jesaja-Buch heißt, Kinder sind Gebieter meines Volkes, dann stellt sich die Frage, bezieht sich das auch auf uns heute? Sind unsere Kinder unsere Gebieter? Wenn ja, dann ist es höchste Zeit, dies abzustellen. In Hebräer Kapitel 12 findet sich eine weitere interessante Stelle. Hebräer Kapitel 12 und in Vers 9. Hebräer Kapitel 12 und in Vers 9. Da sagt Paulus, wenn unsere leiblichen Väter uns gezüchtigt haben und wir sie doch geachtet haben, sollten wir uns denn nicht viel mehr unterordnen dem geistlichen Vater, damit wir leben. Paulus stellt dies als eine Selbstverständlichkeit dar und sie war es scheinbar auch damals, als Paulus dies schrieb. Die Väter haben uns gezüchtigt, haben uns belehrt und wir haben sie dennoch geachtet. Eine allgemein anerkannte Tatsache des Lebens damals vielleicht, aber heute ist das keineswegs mehr der Fall. In unserer heutigen Gesellschaft ist es nicht mehr als allgemein gültig anzusehen, dass Kinder Respekt für ihre Eltern haben, dass sie ihre Eltern achten, sogar auch dafür, dass sie von ihnen gezüchtigt werden. Wie viele Kinder respektieren heute ihre Eltern? Nun, die Bibel hat das vorausgesagt. Sie hat vorausgesagt, dass es zu einer Zeit, dass es eine Zeit geben wird, wo alle Werte umgekehrt sein werden, wo biblische Werte vergessen sein werden, wo man versucht, seine eigenen Traditionen aufzubauen, seine eigenen Satzungen zu erlassen und damit die Gebote Gottes abzuschaffen, wie wir das ja eben bereits schon im Buch Matthäus und Markus gelesen haben. Schauen wir uns kurz ein paar Stellen im Alten Testament an. Bereits im Alten Testament wird vorausgesagt, dass dies geschehen wird. Aber es werden auch Warnungen hiermit verknüpft. Im Buch Sprüche finden wir einige Stellen, die uns ermahnen, nicht diesen Weg zu gehen, den heute so viele in der Welt gehen. Sprüche Kapitel 19 und Vers 26. Sprüche Kapitel 19 und Vers 26. Da heißt es, wer den Vater misshandelt und die Mutter verjagt, der ist ein schandbarer und verfluchter Sohn. Schauen Sie, heute wird viel von Kindesmissbrauch gesprochen. Wussten Sie, dass die Bibel auch vom Elternmissbrauch spricht? Wer den Vater misshandelt und die Mutter verjagt, sie auf die Straße setzt, ihr nicht hilft, wenn Hilfe notwendig ist, sie alleine lässt. Ich meine, es geht jetzt nicht darum, dass jemand Pflege bedarf. Das ist nicht damit gemeint. Es geht darum, dass jemand, wie zum Beispiel wir auch gesehen hatten, keinerlei Unterstützung gibt, obwohl er es könnte, weil er sagt, ja, das ist also Opfergabe, das ist Korban, das gebe ich dem Tempel. In 2. Mose Kapitel 21 und Vers 15, aber halten Sie Ihren Finger hier im Buch der Sprüche. Aber in 2. Mose Kapitel 21 und Vers 15 lesen wir nämlich Folgendes. 2. Mose 21 und Vers 15. Wer der Vater oder Mutter schlägt, der soll des Todes sterben. Gott hat dies sehr ernst gemeint. Elternmissbrauch. Den Vater, die Mutter zu schlagen im Zorn, wie auch immer, es geht ja nicht um Spaß, aber es geht hier um regelrechte Schlägerei, das war ein todeswürdiges Verbrechen in den Augen Gottes. Schauen wir uns auch wiederum Sprüche Kapitel 20 an. Sprüche Kapitel 20 und Vers 20. Nicht nur verachten, nicht nur schlagen, nicht nur misshandeln wird hier angesprochen, sondern in Vers 20, in Sprüche 20, wer seinen Vater und seine Mutter flucht, verflucht, dessen Leuchte wird verlöschen in der Finsternis.
Schauen Sie, Fluchen ist das Gegenteil von Ehren. Wenn wir also unsere Eltern ehren, dann werden wir nicht verfluchen. Wenn wir sie verfluchen, dann ehren wir sie nicht. Und wie gesagt, im Alten Testament waren dies todeswürdige Verbrechen. Sie sind es auch im Neuen Testament. Nun, wir können diese Dinge bereuen. Wenn wir erkennen, dass wir dies getan haben und sie bereuen, wird uns Gott diese Sünde vergeben. Aber wir müssen natürlich zunächst einmal zu der Erkenntnis kommen, dass diese Dinge falsch sind und sie bereuen. In Sprüche Kapitel 23 lesen wir Vers 22. Sprüche Kapitel 23 und Vers 22. Gehorche deinem Vater, der dich gezeugt hat, und verachte deine Mutter nicht, wenn sie alt wird. Nun, manchmal ist das vielleicht verführerisch. Die Eltern beginnen wunderlich zu werden vielleicht, Dinge zu tun, die uns seltsam erscheinen. Wenn vor allen Dingen vielleicht die Eltern nicht mehr so gut hören können, man jedes Wort 5 oder 6 Mal sagen muss und selbst dann wird es nicht richtig verstanden, dann ist es leicht, vielleicht, zu beginnen, die Eltern zu verachten. Aber Gott warnt uns davor. Er sagt, habt keine verschmähende Haltung gegenüber euren Eltern, denn auch ihr werdet einmal alt werden. Er sagt, verschmäht eure Mutter nicht, wenn sie alt wird. In Sprüche Kapitel 30, angefangen in Vers 11. Sprüche Kapitel 30, angefangen in Vers 11. Es gibt eine Art, die ihrem Vater flucht und ihre Mutter nicht segnet. Und schauen Sie, wie das hier weiter beschrieben steht. Eine Art, die sich rein düngt, die merkt gar nicht, dass dies verkehrt ist und ist doch von ihrem Schmutz nicht gewaschen. Eine Art, die ihre Augen hochträgt und ihre Augenlider emporhebt, also voller Stolz ist. Eine Art, die Schwerter als Zähne hat, eine Bezugnahme auf Verfluchen, und Messer als Backenzähne und verzehrt die Elenden im Lande und die Armen unter den Leuten. Wir sollen unsere Eltern nicht verfluchen oder es vernachlässigen, sie zu segnen. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, segnen wir unsere Eltern? Mit anderen Worten, nehmen wir uns die Zeit, sie zu segnen? Nehmen wir uns die Zeit, ihnen zu danken? Wenn wir vielleicht nicht in der Nachbarschaft wohnen, nehmen wir uns die Zeit, sie anzurufen, telefonisch ihnen zu schreiben, ihnen zu danken dafür, was sie für uns getan haben, sie das wissen zu lassen, dass wir wirklich dankbar sind für das, was sie für uns getan haben und vielleicht immer noch tun. Lassen wir sie wissen, ob wir sie segnen wollen. Helfen wir ihnen, wenn sie Hilfe benötigen? Würdigen wir ihre Leistungen für uns? Oder vernachlässigen wir das? Nehmen wir es als selbstverständlich an? Wie wir so schön sagen, streuen wir nicht die Blumen auf das Grab eines Menschen, sondern geben wir Blumen denen, die noch leben. In Sprüche Kapitel 30 lesen wir in Vers 17. Sprüche Kapitel 30 und Vers 17. Ein Auge, das den Vater verspottet und verachtet, der Mutter zu gehorchen, das müssen die Raben am Bach aushacken und die jungen Adler fressen. Auch hier wiederum geht es darum, die Eltern nicht zu verunehren. Und Verunehrung wird in der Tat als ein todeswürdiges Verbrechen im Alten Testament dargestellt. Auch hier wiederum lesen wir 5. Buch Mose, Kapitel 27. 5. Buch Mose, Kapitel 27 und Vers 16. 5. Buch Mose, Kapitel 27 und Vers 16. Da heißt es, verflucht sei, wer seinen Vater oder seine Mutter verunehrt. Und wir haben bereits hier heute schon an vielen Stellen gesehen, was Verunehrung bedeuten kann. Und alles Volk soll sagen, Amen. So sei es. Verflucht sei, wer seine Eltern verunehrt. Schauen Sie, es geht noch nicht einmal nur um die Verehrung des eigenen Elternteils, der eigenen Eltern, dass man die respektieren soll. Es geht um das Alter allgemein. Wie viele Jugendliche heute, wie viele junge Menschen respektieren das Alter? Lehren wir unseren Kindern, das Alter, ältere Menschen zu respektieren?
Ich kann mich daran erinnern, wie mein Vater mir das immer beigebracht hat, dass als ich noch ein kleiner Junge war und sagen wir mal, ich bin in einem Bus gefahren und jemand, der alt war oder älter war, der kam in den Bus, aufzustehen und einem solchen älteren Menschen den Platz anzubieten. Heute sieht man das kaum noch. Ich würde behaupten, obwohl ich nicht unbedingt weiß, wie das zurzeit jetzt in öffentlichen Verkehrsmitteln in Deutschland aussieht, aber ich würde behaupten, dass dies sehr selten heute noch der Fall ist. Wenn man vor einem älteren Menschen in ein Haus geht und die Tür öffnet, die Tür aufzuhalten für diesen älteren Menschen, dem nicht die Tür ins Gesicht zu schlagen. Respekt vor dem Alter ist etwas, was die Bibel erwartet, was die Bibel verlangt, was wir unseren Kindern nahebringen müssen. Schauen wir uns in 3. Buch Mose, Kapitel 19 an, was hier geschrieben steht. 3. Buch Mose, Kapitel 19 und Vers 32. 3. Buch Mose, Kapitel 19 und Vers 32. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren und sollst dich fürchten vor deinem Gott. Ich bin der Herr. Die Verehrung des Alters, der Respekt vor dem Alter, steht in direktem Zusammenhang mit dem Respekt und der Verehrung Gottes, der Furcht Gottes. Wenn man die Furcht Gottes hat, dann wird man dies tun. Dann wird man alte Menschen nicht verachten, nicht sich selbst überlassen, wenn man ihnen helfen kann. Schauen Sie, im Alten Testament, im Buch Maleachi, gibt es eine sehr interessante Prophezeiung für unsere Zeit heute. In Maleachi Kapitel 3 lesen wir zunächst einmal in Vers 19. In der deutschen Bibel befindet sich das Buch Maleachi zu Ende des Alten Testamentes. Nun, im hebräischen Kanon war es an und sich anders, aber das ist ein anderes Gebiet für eine andere Predigt. Aber hier in Maleachi Kapitel 3 lesen wir Vers 19. Da wird eine Prophezeiung ausgesprochen für sogar noch unsere unmittelbare Zukunft. Es wird hier von dem Tag des Herrn gesprochen. Nun, der Tag des Herrn ist nicht irgendwie der Sonntag, wie das einige behaupten. Der Tag des Herrn ist eine prophetische Zeitspanne. Vielleicht ein Jahr vor der Wiederkunft Jesu Christi. Schauen wir uns an, was hier geschieht. In Maleachi Kapitel 3 und Vers 19. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll, beachten Sie dies, brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein, und der kommende Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und er wird ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen. Vers 23. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Also der Zeitpunkt ist ein unmittelbarer. Kurz bevor der schreckliche und große Tag des Herrn kommt, an dem die Gottlosen brennen werden wie ein Ofen, wie es heißt, wird Gott ein Werk errichten hier auf Erden. Er wird im Geiste sozusagen den Propheten Elia schicken, um etwas zu tun. Was wird dieser Elia tun? Was wird dieses Werk, das Gott hier auf Erden errichten wird, tun? Vers 24. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen. Und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Andere Übersetzungen haben hier das Erdreich der völligen Vernichtung preisgebe. Etwas, wovor Jesus Christus gewarnt hat, als er von der großen Trübsal sprach in Matthäus Kapitel 24, wo er sagte, es wird eine solche Zeit sein, eine solch schreckliche Zeit, dass kein Fleisch am Leben bleiben würde. Es sei denn, Christus würde eingreifen, um dies zu verhindern, und er wird es tun um der Auserwählten willen. Sehen wir hier den Zusammenhang zwischen den Auserwählten und der Tatsache, dass dieser Elia das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern bekehren wird. Teil der Verantwortung der Auserwählten, dies geschehen zu lassen, dies zu tun, mitzuarbeiten, mitzuwirken an diesem Prozess. Nun klar ist es, dass Johannes der Täufer eine Vorerfüllung dieser Prophezeiung bewirkt hat. In Lukas Kapitel 1 wird dies deutlich gemacht. Aber wie gesagt, es war dies nur eine Vorerfüllung, denn zum Zeitpunkt von Johannes des Täufers gab es ja noch nicht den Tag des Herrn. In Lukas Kapitel 1 lesen wir die Verse 16 und 17. Lukas Kapitel 1, die Verse 16 und 17. Da wird über Johannes den Täufer Folgendes gesagt. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Schauen Sie, das hat der Johannes der Täufer damals getan. Er kam im Geist und in der Kraft des Elias, wie auch in der Zukunft noch
ein ähnliches Werk stattfinden wird. Und er wird hergehen im Geist und der Kraft Elias zu bekehren, die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Vorbereitet auf das erste Kommen Jesu Christi, darum ging es hier. Aber wir lesen ja von dem Tag des Herrn, sodass also auch ein Volk vorbereitet sein muss für das zweite Kommen Jesu Christi, wenn der Tag des Herrn beginnt. Zurückkehren zum Tag des Herrn, was ist damit genau gemeint? Ich meine, die Bibel macht das deutlich. Kehren wir zum Alten Testament zurück und schauen wir uns einmal ein paar Stellen im Buch Sephania an. Nun, das Buch Sephania findet sich im Alten Testament. Es ist ein Teil der kleinen Propheten, wie es heißt, nach dem Buch Habakuk und vor dem Buch Haggai und Zacharia. Ein Buch, das man nicht unbedingt immer sehr häufig aufschlägt, aber es ist ein sehr bemerkenswertes Buch. In Sephania lesen wir in Kapitel 1 die Verse 14 bis 18. Hier wird nämlich der Tag des Herrn beschrieben, von dem hier die Rede ist. Des Herrn großer Tag ist nahe. Er ist nahe und eilt sehr. Horch, der bittere Tag des Herrn. Da werden die Starken schreien. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst. Ein Tag des Wetters und des Ungestüms, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Vers 17. Und ich will die Menschen ängstigen, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wieder den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut soll vergossen werden, als wäre es Staub, und ihre Eingeweide sollen weggeworfen werden, als wären sie Kot. Vers 18. Es wird sie ihr Silber und Gold nicht erretten können, am Tage des Zornes des Herrn, sondern das ganze Land soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden. Denken wir daran, sie werden brennen wie ein Ofen. Denn er wird plötzlich ein Ende machen mit allen, die im Lande wohnen. Mit der Ausnahme von derer und denen, die gerettet werden, zur Zeit der großen Trübsal, wie Christus dies gesagt hat. Kapitel 2 im Buch Sephania. Und Vers 1, sammelt euch und kommt her, du Volk, das keine Scham kennt, keine Ehrfurcht kennt vor dem Alter, keine Ehrfurcht kennt vor Gott, keine Ehrfurcht kennt vor den Eltern. Ehe denn ihr werdet wie Spreu, die vom Winde dahin fährt, ehe denn des Herrn grimmiger Zorn über euch kommt, ehe der Tag des Zornes des Herrn über euch kommt, suchet den Herrn, all ihr Elenden, all ihr Demütigen im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tage des Zornes des Herrn. Schutz wird hier denen zugesagt, die sich an das halten, was Gott uns befiehlt. Die nicht meinen, all dies ist abgeschafft, wir können Gottes Gebote durch unsere eigenen Satzungen ersetzen. Und wenn wir immer noch Zweifel haben sollten, was mit dem Tag des Herrn gemeint ist und wann er kommen wird, dass es sich klar nicht um den Sonntag handelt, das dürfte aus den Stellen bereits klar vorgegangen sein. Lesen wir nun Sephania Kapitel 3, die Verse 7 und 8. Sephania Kapitel 3 und die Verse 7 und 8. Ich sprach, Gott sagt dies, mich sollst du fürchten und dich zurechtweisen lassen. Wollen wir uns heute von Gott zurechtweisen lassen, wenn er uns etwas sagt? So würde ihre Wohnung nicht ausgerottet und nichts von allem kommen, womit ich sie heimsuchen wollte. Aber sie sind von jeher eifrig dabei, alles Böse zu tun. Darum wartet auf mich, spricht der Herr, bis auf den Tag, an dem ich zum letzten Gericht auftrete. Denn mein Beschluss ist es, die Völker zu versammeln und die Königreiche zusammenzubringen, um meinen Zorn über sie auszuschütten, ja, alle Glut meines Grimmes, denn alle Welt soll durch meines Eifers Feuer verzehrt werden. Eine deutliche Anspielung auf den Zeitpunkt, wenn die Gottlosen brennen werden, wie ein Ofen. Aber was ist der Zusammenhang hier? Der Tag in Vers 8, an dem ich zum letzten Gericht auftrete. Eine Zeitspanne, die noch kommen wird. Eine Zeitspanne, die unmittelbar heute bevorsteht. Es ist zu diesem Zeitpunkt, wo es wichtig ist, auf das Wort Gottes zu hören, auf das zu hören, was er sagt.
auf die zu achten, die im Geist des Elia kommen und uns sagen, wir müssen uns bekehren zu unseren Söhnen und zu unseren Vätern. Wir müssen beginnen, Respekt zu haben vor dem Alter. Wir müssen als Eltern dies unseren Kindern lehren. Es ist sehr wichtig, wenn wir vor der kommenden Plage, vor dem kommenden Unheil beschützt werden wollen. Die Quintessenz der heutigen Predigt ist die folgende. Und man kann dies vielleicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Eltern müssen ihre Kinder lehren, sie zu ehren. Und Kinder müssen lernen, dies zu tun. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. In Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.